Guten Morgen, Freunde. Es ist der zweite Tag unserer Wanderung. Wir brechen auf aus dem Hotel Vier Linden, hinter dem es ziemlich dunkel aussieht. Und heute geht es nach Großenbrode. 26 Kilometer und los geht's. Folgt uns. Kellenhusen. Wobei die sagen herzlich willkommen, wir sagen tschüss. Geh ruhig nach vorne, ist eh keiner da. Kannst ruhig nach vorne gehen, ist eh keiner da. Ist doch, glaube ich, eher nicht verboten, sonst werden abgesperrt. Wir wollen nur hoffen, dass das da nicht auf uns zukommt. Und dann werden wir nass. Na gut, wir sind ein bisschen ausgerüstet, kein Problem. Ganz weit hinten raus fährt auch eine Fähre. Ja, man sieht es wahrscheinlich ja nicht. Hier ist noch ein schöner Weg jetzt. So müsst ihr halt immer an der Küste lang gehen, nicht auf den Damm da. So 100 Meter rein oder 200 Meter, sondern immer so. Da eine ordentlich große Herde mit Jeeps. Jetzt kann man sehen, der Leuchtturm da. Ich glaube, wir müssen auch so da hoch ein Stück und dann darüber, ne? Ja. Ein Megalithgrab Dameshövet, Heimat- und Kulturverein. Ja, da. Ein Megalithgrab. Ja, Neubau von einem typischen norddeutschen Haus hier. Diesen spitzen Giebel, ne? Naja, wir laden jetzt durch den Ort durch gleich nachher und dann wie gehabt. Alles gut. Gut, gut. Ach, da ist er ja. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Guckt mal in die Richtung. Was erkennt ihr da? Sonne. Es könnte doch noch was werden heute. Wir hoffen das Beste. Da auch so eine Bausünde zwischen. Das da, ne? So, hier habe ich ein paar Fotos gemacht noch, eben gerade, die werde ich euch dann zeigen. So im Hintergrund mit dem weißen Schiffchen. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt erkennen kann. Aber gut, okay. Hier findet auch ein Oktoberfest statt, aber erst ab 1. Oktober. Heute ist noch ein bisschen weniger Wind. Ja, das ist doch cool da hinten, oder? Ja. Die Sonne drauf donnert. Mit dem Segelschiffchen. Macht mal her, ist ein Bild. Das ist jetzt unsere dritte Seebrücke.
Ja, hier gibt es wohl noch ein, zwei Fischer. Da gibt es auch einen Fischerverein Dahme e.V. seit 1913. Gut, da steht noch ein Bötchen. Da steht noch ein Bötchen. Naja, wird noch ein bisschen gefischt. Viel wird es nicht sein. So, wir müssen da noch ganz weit rauf da oben. Auf dem kleinen Bild sieht man wahrscheinlich keine Fehmarnsundbrücke, aber da hinten ist es. Da wollen wir hin. Gut. Und wenn ihr da auch hin wollt, kommt einfach mit. Mit morgen sah es anders aus. Wollen wir es nicht beschreien und hoffen, dass es weitergeht. Wir gehen jedenfalls weiter die Richtung. Gehen wir da hinten das Fahrradweg, dann gehen wir hier mal. Also solange wir hier laufen können, laufen wir hier, oder? Ist doch ganz schön. Aha. Jetzt wieder dann zum Strand. Ja, machen wir. Wir gehen jetzt zum Strand. Das machen wir ja. Und da vorne auch noch. Hier dieses schöne Naturschutzgebiet, das man leider nicht betreten darf. Egal. Und hier befinden wir uns wieder auf dem Ostseeradweg, schätze ich mal. Schön gepflastert, geteert. Ja, und dem folgen wir jetzt vermutlich bis nach Großenbrode. Vielleicht mit kleinen Abstechern durchs Naturschutzgebiet. Also eins, das man treten darf, selbstverständlich. So was soll es ja auch geben. Immer noch Naturschutzgebiet, ne? Ja. Natura 2000, ne, über den Streifen hier zwischen. Ja, stimmt langsam genau. Man darf es nur nicht. Was ein Quatsch. Da war es am Bodenverband Oldenburg. Hundescheiße macht Rinder krank. Aha. Dann haben sie aber nachher drauf geschrieben, oder? Ja, ich kann ja, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber so ein bisschen nachvollziehen kann ich. Na, Schaf! Guckst du, gell? Ja. Ja, nee. Hier sogar zu, ja, so. Kann ja noch mal dahinter gucken. Bitte schön. Dankeschön. Jo, alles klar. Hopp ich. So. Weiter im Landschaftsschutzgebiet. Hier grasen irgendwelche wilden Rinder. Guck mal, wie ich das Schaf kriege hier. So. Longhorns. Richtig fette Teile, ey. Na ja, gut. Die pflegen die Landschaft. Herrschaften habe ich ja gerade gefilmt und fotografiert. Zeige ich euch selbstverständlich. Super Fotos.
Schön, oder? Sag ich doch. Ich glaube, ihr werdet alle gerne mitgekommen. Leider müsst ihr das demnächst mal alleine machen. Lohnt sich. Bett. Subi. So, kurze Pause gemacht, ein bisschen gestärkt, ein bisschen was getrunken. Und jetzt geht's mal weiter. Mal gucken, wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns. So, schätzungsweise 16. In etwa. Aber gut, das Wetter passt einigermaßen. Also, in Schwitzen kommen wir wahrscheinlich eher nicht. Was ja gut ist. Und dann geht's jetzt mal weiter. Okay, komm mit. Da lang, also da draußen auf dem Weg. Okay, später. Da im Hintergrund, da ist Fehmarn. Da wollen wir übermorgen sein. Ja, Vorsicht! Wir gucken die Eisen aus dem Deich aus, Leute. Gefährlich. Deswegen darf er im Moment nicht mehr befahren werden. Ich glaube, hält sich keiner dran, weil hier überall Fahrradspuren sind. Ne? Die ganze Strecke eigentlich hier von Dahme an reiht sich hier eigentlich ein Campingplatz an den anderen. Aha. Hier ist der nächste. Ach, wir können auch runtergehen von mir aus. Komm, wir gehen runter. Da brauchen wir auch nicht so aufpassen, ob man stolpert. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie das hier heißt, das Zeugs. Kümmern wir mal raus. Die Strandgalerie hat geschlossen. Wir sind Sissau. Wir sehen uns bald wieder. Wie? Sissau Strand. Sissau. Okay, oder Sissau. Okay. Sissau Strand. Wind, Sand und Sterne. MMI, was ist das? 2001. 2001. Ah, ganz einfach, siehst du? Sissau Strand ist aber nichts los. Die haben schon abgeschlossen alles, ne? Ja, kann man nichts ändern. Ja. Ja. Aber alles schon zu, ne? Hier ist noch auf, guck. Das Seebuttenrestaurant. Da ist zumindest mal Licht drin. Die Eisbar auch noch auf. Da haben wir so einen schönen Holzsteg jetzt. Auf eigene Gefahr betreten. Machen wir. Wisst ihr? So ist das mit der eigenen Gefahr. Jetzt hingefallen wäre, zack, selber zu machen. So, Sissau Strand, oder wie es heißt. Wenn es das noch ist, aber wahrscheinlich. Hat aber leider schon Feierabend gemacht. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht hinterm Haus rum. Kommt schon Feierabend, hier gibt es nichts mehr.
Ja gut, wir haben heute, was haben wir heute? 26, 27, ne? 27. September. Die Saison ist gelutscht, obwohl einige machen ja doch noch bis 31. Oktober. So Campingplätze und so. Und dann ist auch Feierabend. Ist ja auch so ein bisschen runtergekommen hier, das ist ja. Aha. Was soll das sein? Gewesen sein. Das ist ja der Fall für einen Abriss. Da muss ich auch ein bisschen fotografieren hier. Das ist ja ein Lost Place praktisch. Wir laufen ein wenig am Strand, weil eigentlich führt der Weg da oben an der Kante lang, ist aber scheinbar weggebrochen, zumindest am Anfang. Wie es jetzt da oben aussieht, wissen wir nicht, aber am Anfang ging es gar nicht, da standst du mitten im Feld. Okay, wir müssen weiter, so grob Richtung da ist der Hafen von Großenbrodel, das ist ein Hafenbecken, da müssen wir drum rum. Und dann großen Boden dürfte das Weiße sein. Da, wo bin ich denn? Da, jo. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig hingezeigt habe. Aber ihr werdet wissen, was ich meine. Okay, und dann geht es erstmal weiter. Wir sehen uns. Freunde, guck, es regnet. Ich muss die Kamera ein bisschen schützen. Es kriegst du wahrscheinlich auch ein paar Dötscher auf die Linse da. Oh ja, ich sehe schon. Muss ich ausmachen. Okay, wir sehen uns. Da läuft es gut. Gut, ich komme zu dir. Ja, sieht doch irgendwie fester aus. Ja, hätte ich ja gleich sagen können. Das hätte der Strand ja auch gleich sagen können, dass hier hinten besser ist. So, jetzt gehe ich hier oben mal gucken hier. Oder überhaupt mal gucken. Ja. Gucke ich mir jetzt an. Ob das nicht vielleicht... Genau. Weil das ist ja scheiße hier. Wir sind dem Strand entkommen und betreten wieder einen ordentlichen Weg. Ja, war schon ein bisschen mühselig da unten. Noch 10 Kilometer. Passt schon. Wie man bei uns in Bayern sagt. Gestern hatten wir Sturm. Heute ist ziemlich ruhig, es ist immer noch Wind, wir sind am Meer, aber ruhig, deswegen steht die scheiß Wolke da einfach so rum. Die will nicht ab. Und von da hinten kommen noch mehr dazu. Nicht gut. Aber wir haben gesagt, alles super, zieht an uns vorbei. Wie man merkt und hört. So, der Nickel. Ja, zieht an uns vorbei. Okay, was soll's. Wir gehen weiter. Und wie immer in die Richtung. Kunst, vielleicht Kunst. Guck mal, was hier steht. Standort Kraxdorf, Summstein. Leben in Bewegung, ein Summstein. Summ, summ, summ. Hey, schön. Freunde des Weitwanderns, hier ist mal Schluss. Es regnet und ich muss die Kameras wegpacken, sonst wird das alles tätsch nass. Ja, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, wie immer Daumen hoch. Kommentare wären nicht schlecht. Ja, oder? Ja. Einfach wieder reingucken. Bis zum nächsten Mal. Ich packe jetzt schnell weg. Macht's gut. Ciao. Micha, Auto aktiv. Hier, Daumen hoch.